Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Ampelvideo. Heute bei mir ist Sobeck-Nachwuchspreisträger Dr. Dr. Max Kaufmann. Er ist klinischer Wissenschaftler und Assistenzarzt am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Hallo Dr. Kaufmann. Hallo, freue mich, dass ich da bin. Vielen Dank für das Interesse. Sehr, sehr gerne. Wir sind gespannt, was Sie berichten können. Sie haben ja in zwei Fächern promoviert und sind gerade dabei, auch noch einen Abschluss in Informatik zu machen. Ich nehme an, Sie wollen nicht Staubsaugerroboter programmieren oder PC-Spiele, sondern das hat vermutlich mit Ihrer anderen wissenschaftlichen Arbeit zu tun. Da dürfen Sie uns gern was drüber erzählen. Ja, sicher auch spannend, Staubsaugerroboter und Videospiele. Bei mir hat es tatsächlich, wie Sie schon erraten haben, eher das Interesse, meine wissenschaftliche Arbeit zu unterstützen. Die Arbeit, die ich mache, die setzt sich mit großen Datensätzen auseinander. Das kann ich noch genauer erklären, aber ich habe schon, bevor ich dieses Studium noch angefangen habe, viel programmiert, hatte da auch ein länger bestehendes Interesse seit der Schulzeit schon. Und ich wollte einfach das einerseits auf breitere Beine stellen und andererseits aber auch neue Impulse kriegen. Also ich studiere da jetzt nicht speziell Medizininformatik, sondern es ist ein sehr breites Studium, was die ganzen Datenwissenschaften abdeckt und wo man, glaube ich, viele neue Ideen aus anderen Bereichen kennenlernt, die man dann vielleicht übertragen kann auf Medizin und Multiple Sklerose, Forschung im Besonderen. Meine Hoffnung ist also daher, neue kreative Impulse zu kriegen, die dann hoffentlich am Ende auch Patienten nutzen können. Sie arbeiten ja heute schon mit sehr großen Datensätzen in Ihrer Forschung, in Ihrer medizinischen Forschung. Würden Sie uns darüber berichten, was Sie herausfinden konnten, gerade auch in puncto Multiple Sklerose? Ja, sehr gerne. Also, was ich mache, ist RNA-Sequenzierung, so heißt das. Die Idee dahinter ist, wir alle haben unsere Erbsubstanz, die DNA, die ist in jeder unserer Körperzellen ungefähr gleich. Also eine Haarzelle hat den gleichen, trägt den gleichen genetischen Code mit sich, wie zum Beispiel eine Nervenzelle im Gehirn. Aber jetzt sind diese Zellen ja sehr unterschiedlich und das liegt daran, dass in den Zellen unterschiedliche Gene abgelesen werden. Also die Haarzelle liest Haarzellen-Gene ab, die Nervenzelle Nervenzellgene und das spiegelt sich wieder in der RNA. Das ist sozusagen die abgelesene Kopie. Und das unterscheidet zum Beispiel auch eine entzündete Zelle von einer nicht entzündeten Zelle. Also man kann damit verschiedene Zustände und Zelltypen unterscheiden. Und die Idee ist jetzt, wenn man von vielen Zellen von Patienten, zum Beispiel aus dem Blut oder aus dem Gehirn, all diese RNA-Moleküle misst, die in einer Zelle vorhanden sind, dann kriegt man sowas wie ein Abbild von dem Zustand dieser Zelle. Und die Idee ist also, die Unterschiede zu finden zwischen Zellen in MS-Patienten, die zum Beispiel gerade einen Schub haben oder gerade keinen Schub haben oder auch im Vergleich zu Gesunden, da gibt es viele verschiedene Gruppen, die wir untersuchen. Und wenn man das macht, dann kriegt man sehr große Datensätze von tausenden Genen, gemessenen hunderttausenden Zellen, die man dann systematisch versuchen kann aufzuarbeiten, um die Erkrankung besser zu verstehen. Und was genau konnten Sie da inzwischen schon besser verstehen durch Ihre Arbeit? Also ein gutes Beispiel ist, glaube ich, eine Studie, wo wir versucht haben, die Zellen besser zu verstehen, die bei der MS ins Hirn einwandern, die Immunzellen. Es gibt also ein Medikament, viele MS-Patienten werden das kennen, Natalizumab, Tysabri, das kurzzeitig zumindest verhindern kann, dass Immunzellen ins Gehirn eindringen, sodass diese Zellen dann im Blut gefangen bleiben
Und wir haben das ausgenutzt, indem wir Blutproben von Patienten untersucht haben, während sie auf dieser Therapie sind und während sie nicht auf der Therapie sind, und dann die Immunzellen im Blut miteinander verglichen haben, um zu sehen, welche Zellen sind da denn jetzt dazugekommen, welche sind denn jetzt gefangen im Blut während der Therapie und was für Eigenschaften haben diese Zellen. Also kann man die vielleicht anhand bestimmter Gene, anhand von bestimmten Proteinen unterscheiden von Zellen, die nicht in das Gehirn eindringen bei MS-Patientinnen und Patienten. Und das ist also die Idee dahinter, ist dann, dass man vielleicht so bessere Grundlagen dafür schaffen kann, solche Zellen gezielt mit neuen Therapien zu beeinflussen. Neue Therapien, Tysabri, Natalizumab gibt es ja schon. Und Ihre Arbeit bewegt sich ja in der sehr wichtigen Grundlagenforschung. Was denken Sie denn, wenn Sie es überhaupt abschätzen können, wann könnten Ihre Ergebnisse da MS-Patienten helfen? Ist das eine Frage von Jahren oder Jahrzehnten? Ja, also Sie haben genau das richtige Stichwort genannt, Grundlagenforschung. Da bin ich, glaube ich, verortet und man muss, glaube ich, ein bisschen Demut haben und wissen, dass diese Dinge, die wir auf der Grundlagenebene beschreiben, tendenziell Jahre bis Jahrzehnte brauchen, bevor sie in der Klinik ankommen. Manchmal gibt es aber Abkürzungen, also zum Beispiel gibt es dann Ideen, dass man schon existierende Medikamente, die für andere Erkrankungen zugelassen sind, nutzen kann, um Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung früher in die Klinik zu bringen? Oder auch nur, um abzuwägen zwischen verschiedenen Therapieoptionen, die es für MS schon gibt. Also ich glaube, so dieses Verständnis zu verbessern von dem, was eigentlich passiert bei der Erkrankung, kann hoffentlich auch schon in greifbarer Zukunft Patienten nützen. Also für mich ist das, wo Sie das ansprechen, nämlich ein großer Motivationsfaktor. Also ich bin ja selber Arzt und in der Klinik tätig und all diese Fragen, die wir dann, ja, wie ich erläutert habe, mit relativ komplexen Methoden versuchen, besser zu verstehen, sind am Ende ja ganz alltagsrelevante Probleme für die Menschen mit MS, die ich treffe, die also bei mir in der Sprechstunde sitzen und dann der Übergang von der schubförmigen Phase zur progredienten Phase der Erkrankung passiert und Arzt und Patient ein Stück weit an diesem Übergang verzweifeln, weil die bisherigen Therapien nicht ausreichend anschlagen. Und also das ist am Ende das, was mich dann nach der Arbeit ins Labor oder an den Computer treibt, um hoffentlich einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass man in Zukunft da Fortschritte machen kann. Die Patienten motivieren Sie also zu Ihrer Arbeit, auch zur wissenschaftlichen Arbeit. Wie sieht es denn aus mit der progredienten multiplen Sklerose? Forschen Sie da speziell dran oder können Sie sich vorstellen, dass es auf dem Gebiet in der Zukunft mehr Erfolge geben wird? Ja, also das ist natürlich die große Hoffnung, und daran arbeite ich selber auch intensiv. Eine andere Studie, die wir zum Beispiel gemacht haben, zusammen mit Lars Fugger in Oxford, die hat sich Gehirne von verstorbenen MS-Patientinnen angeschaut, die also ihr Gehirn der Wissenschaft vermacht haben, dankenswerterweise. Und wir haben also versucht, mit ähnlicher Methodik, also große Datensätze, viele analysierte Gene in diesen Hirnschnetten nachzuvollziehen, welche Prozesse in den Zellen stattfinden mit zunehmendem Untergang von Nervenzellen und haben da also in der progredienten Phase der Erkrankung spannende Entdeckungen gemacht. Wir haben zum Beispiel gefunden, dass dabei vielleicht
bestimmte Wachstumsfaktoren eine Rolle spielen könnten. Also dass es nicht nur die Entzündung an sich ist, die vielleicht die Nervenzellen schädigt, sondern auch ein Entzug von bestimmten Wachstumsfaktoren, die normalerweise vorhanden sind. Und dass das vielleicht schon relativ früh in diesem Prozess der Progredienz passiert. Und das ist für uns eine spannende Abzweigung, die wir jetzt versuchen zu nehmen in unseren Forschungsfortschritten, weil sozusagen Medikamente, die jetzt speziell dieses Thema adressieren, bisher nicht vorhanden sind. Also das ist vielleicht eine von mehreren möglichen Wegen, die man in Zukunft gehen kann, um bessere Therapien zu finden, die Menschen mit progredienter MS in Zukunft helfen könnten. Da drücken wir alle die Daumen. Ich bedanke mich, Dr. Kaufmann, fürs Interview. Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut und ich finde es toll, dass es dieses Format gibt, wo man sich direkt an die Patienten wenden kann.